Und da flieht er wieder. Interessant. Gestrandetes Schiff, Polar Knight. Der erinnert mich an, von seinem Porträt da unten, an so Eisriesen aus der nordischen Mythologie. Oh, ein Ziegenmann. Was für eine gefährliche Klippe! Du willst noch weiter? Dann solltest du besser fliegen lernen! Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Ich finde ein Item in Polar Knight Stage und dadurch kann ich dann... Ist das nur Deko? Ich dachte nämlich erst, das wären irgendwie so Eissplitter, an denen ich mich verletzen kann. Also. Okay. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Der obligatorische Schnelllevel. Ja, mehr Schätze. Okay, so weit, so gut. Respawn der Gegner, schön. Ist mal was anderes. Ich glaube, das gab es bisher noch nicht. Ich nehme an, der greift an, wenn ich ihm zu nahe komme. Also macht es wohl Sinn, die mit dem Feuerstab zu erledigen. Hübsch. Wenn sich die Gegner selbst töten, habe ich weniger Arbeit. Ja, Goldfische. Das war meine knappe Bombe. Dachte ich's mir. Nein! Mann! Bin ich behindert? Ich will keine Antwort auf diese Frage. Da steht jetzt sicher wieder ja unten irgendwo. Ganz oft. In Caps. Okay. Okay. Nein, kann ich. Okay. Da. So. Nein. So, hab mir eingeschickt, als ich hätte müssen. Kennt mich ja. Okay! Ich stelle mich heute echt selten dämlich an. Also ein Frostmagus war da. Nehme ich.
euch an, einfach mal, dass der... Ich nenne ihn einfach mal so Frost Magus. Weil Magus Magier nach Frost, er hat Eis geschleudert. Er ist Sub-Zero aus Sub-Zero, also aus Mortal Kombat quasi. Oh, und ihr habt auch Schnee-Counterparts, ihr Kuhhorn-Heinis. Das ist ja schön. Da seid ihr tot. Das war geil. Okay. Schöne Dinos töten, ne? Da sind ja noch nicht ausgerottet genug. Hält das? Oh. Scheint so. Scheint auf jeden Fall nicht zu schmelzen. Also das ist schon mal Pluspunkt. Was mir Sorgen macht, ist, ich habe noch keine Kiste von Kistian gefunden. Tötet man Eismagier halt mit Feuer, ne? Klappt jetzt in Pokémon nicht, aber, oder? Klappt es in Pokémon? Ich weiß nicht, ich kenne die Relation von Eis und Feuer nicht in Pokémon. Doch, klappt in Pokémon, Feuer ist effektiv gegen Eis. Bäh, das laber ich eigentlich heute. Eine Scheiße die ganze Zeit. Das ist schon Checkpoint Nummer 3. Okay. Oh, das ist cool. Hässliche Nierenvogelstatue. Oh, fuck. Wird auch aber auch echt immer besser, sagte er und wurde von einer Bombe getroffen. Schön. Ich mag das. Das mit der Regenbogenkotze und so. Regenbogenkotze Vogelstatue. Ihr könnt dann ruhig in mehr Spielen auftauchen, finde ich. Ja. Erinnert mich ein bisschen auch an die Shoto-Statuen aus Metroid. Oder die doppelköpfigen Drachenköpfe aus Castlevania. Ich nehme das hier mal lieber.
fuck. Nein! Nein!